War ein Problem in den 90er Jahren vor allen Dingen, dass dort der Rechtsextremismus verniedlicht wurde, dass diejenigen Leute, die dort Kritik geübt haben an der Unterschätzung des Rechtsextremismus, auch vor allen Dingen seiner militanten Komponente, dass die ausgegrenzt wurden und denen nachgesagt wurde, sie würden künstlich etwas herbeireden, was nicht zutrifft. Auf der Bundesebene sah der Verfassungsschutz noch vor 4 Jahren keinen Grund zur Sorge und stellte fest, wir sehen im Moment keine Anhaltspunkte für einen neuen Rechtsterrorismus. Im Namen des ganzen Hauses, aller Mitglieder des Deutschen Bundestages, will ich unsere Trauer, Betroffenheit und Bestürzung zum Ausdruck bringen über die erschreckende Serie von Morden und Anschlägen einer kriminellen neonazistischen Bande. Wir sind beschämt, dass die Sicherheitsbehörden der Länder wie des Bundes die über Jahre hinweg geplanten und ausgeführten Verbrechen weder rechtzeitig aufdecken noch verhindern konnten. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen. Wir wissen um unsere Verantwortung. Wir sind fest entschlossen, alles mit den Mitteln des Rechtsstaates Mögliche zu tun, die Ereignisse und ihre Hintergründe aufzuklären. Darunter zwei Ordner über die rechtsextreme Musikband Lanze. Meine Damen und Herren, was uns bleibt, ist das Versprechen aufzuklären. Darunter zwei Ordner über die rechtsextreme Musikband Lanze. Wir fühlen mit Ihnen, wir trauern mit Ihnen. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären. Darunter zwei Ordner über die rechtsextreme Musikband Lanze. Anliegen ist eine lückenlose Aufklärung der Sachverhalte. Die Menschen in Deutschland erwarten eine zügige und umfassende Darstellung und Aufklärung. Die notwendige Aufklärung, die dazu stattfinden muss, die darf, meine Damen und Herren, nicht nur hinter verschlossenen Türen stattfinden. Wenn wir uns von diesem Schock erholen wollen, der uns alle ergriffen hat, dann brauchen wir eine öffentliche Art der Aufklärung. Die Bürger müssen miterleben können, sich überzeugen können, dass Staat und Politik die ganze Wahrheit wirklich schonungslos ans Licht bringen. Das ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Darunter zwei Ordner über die rechtsextreme Musikband Lanze. Eine lückenlose Aufklärung. Lückenlos aufklären. Wir brauchen Aufklärung. Aufklärung. Wir wissen um unsere Verantwortung. Darunter zwei Ordner über die rechtsextreme Musikband Lanze. Darunter zwei Ordner über die rechtsextreme Musikband Lanze. Darunter zwei Ordner über die rechtsextreme Musikband Lanze.